Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, ich weiß, der eigentliche Plan war, dass ich mir jetzt mein DLC angucke, aber ich habe gesehen, die kürzeren, die ich halt machen wollte, sind in East Anglia. Und deswegen dachte ich, es bietet sich vielleicht doch an, wenn wir erstmal das Bündnis mit East Anglia machen. Und dann schon mal so ein bisschen die Gegend erkunden. Und wenn das Bündnis geschlossen ist, dann können wir ja immer noch den Rest machen. Also da die DLCs machen. Folgendes, was ich jetzt gerade, als ich das Spiel gestartet habe, gesehen habe. Ich habe im Shop mir ein bisschen was geholt. Aber es ging mir eigentlich nur um ein Reittier, das ich haben wollte. Und jetzt habe ich aber gesehen, mir wurden noch was freigeschaltet. Und zwar hier die Zwielichtrüstung. Wurde mir gerade freigeschaltet. Auch mit allen drum und dran. Das wäre halt wohl eine komplette Wolfsausrüstung. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich würde die einfach mal hochleveln und die dann mal anziehen. Und ich habe auch ein neues Reittier bekommen. Also nicht nur das, was ich mir gekauft habe. Und ja, also ich würde dann einfach mal gucken, dass ich die Zwielichtrüstung ein bisschen hochlevele und dann ziehe ich die mal an. Und dann versuchen wir es mal mit so einer kompletten Wolfsausrüstung. Wenn wir jetzt eh nach East Anglia gehen und dann ein neues Bündnis schmieden. Die Bündniskarte einsehen. Ich hole mir auch gleich mal ein neues Reittier. Also ich rüste ein neues aus, meine hier East Anglia. Empfohlene Stärke 55, Alter. Ich bin schon bei 90. Ist es, dass diese dänischen Eindringlinge aus East Anglia kamen? Ja, sie dienen einem Mann namens Röth. Er scheint Zwietracht zwischen Sachsen und friedlichen Nordleuten zu säen. Vor Jahren hofften die Söhne Ragnars, das Land zu befrieden. Sie ernannten einen Statthalter namens Finn, um einen passenden Sachsenkönig zu finden. Um Silvester aufnehmen ist keine gute Idee, die knallen da draußen alle. Zusehends, der wenige verbleibende Frieden von grausamen Plünderern zerstört. Ich schlage vor, du brichst nach East Anglia auf und findest heraus, was ihr Statthalter falsch macht. Vielleicht denkt er ja, er macht's richtig. Genau. Wir wurden nämlich letzte Folge von Sachsen angegriffen, die offenbar aus East Anglia kamen. Da hatten wir so einen kleinen, also wir hatten einen Zwiespalt mit Dark, der der Meinung ist, wir würden uns über Sigurd erheben. Und ja, wir hatten ja einer hat ja überlebt von den Sachsen und wir hatten dann die Wahl, ihn zu töten, so wie Dag das wollte, oder ihn nach Hause zu schicken als Warnung, so wie Rand, wie das wollte, die dann halt ihre Speer hinterher geschickt hatte. Und ich hatte einfach die Nase voll davon, nett zu sein und habe ihn getötet. Und dann werden wir jetzt mal gucken. East Anglia! Gut, Königsmacher. Und spreche einmal selbst mit Finn. Ein guter Plan. Okay. Da, 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 da. Wo bin ich? Ich verliere hier immer so ein bisschen die Orientierung. Und ich weiß, was irgendwas war noch. Ich guck mal kurz. Genau, nee. Es war ein Biest aus der Unterwelt. Hier oben ist nämlich ja noch diese Quest von wegen Flusssperre wegmachen, aber das liegt halt in Lincolnshire, da bin ich noch nicht stark genug. Das lasse ich erstmal sein. Hab schon ein paar Punkte, habe ich hier sogar schon. Ich würde wahrscheinlich dann hier hinreisen, dann machen wir uns hierhin auf. Kann ich hier gleich noch synchronisieren. Klingt das nach einem Plan? Ich würde sagen, das klingt nach einem Plan. Los geht's! Ich glaube, meine Waffen werde ich aber vorerst behalten. So viele Kohlebarren habe ich wahrscheinlich eh nicht. Dass ich die jetzt alle hochrüsten kann. Ja, mit Redas Verträgen bin ich übrigens auch fertig. Also mit der Quest, die er mir gegeben hat. So, Gunnar.
Diese Eindringlinge konnten gar nicht siegen. Nicht, wenn du dich mit Gunnars Werken bewaffnest. Ja, Gunnar macht das gut. Was hast du denn? Was kannst du mir heute anbieten? Du hast ein Auge für hohe Güte. Was zum... Ach ja, ich habe sogar eine neue Waffe. Ui, gefällt mir. Ach, ich kann das gar nicht. Kann ich das gar nicht? Zwielichthelm. Ach so, die sind schon... Ah, schön. Die sind schon hochgelevelt. Na gut. Umso besser. Ich benutze die Kohlebahn einfach mal für ein paar andere Sachen. Was habe ich noch so? Ja, für den Kriegshammer. Eisenstern. Ein Schild? Ah, hier, für den Schild. Gut. Ach. Ist richtig. Hier, den nehmen wir mit. Schick. Sonst kann ich nichts für dich tun? Nein, danke. Nun muss ich gehen. Auf bald. Vielleicht rüste ich damit dann nachher auch mal meinen Jungs-Wikinger aus. Also das mache ich dann wieder offline. Also da, ich muss nämlich auch mal in den Flussraubzügen weiterkommen. Unsinn, das hat nichts mit Kunst zu tun. Halt die Klappe. Du weißt die Feinheiten eines bissigen Spots nicht zu schätzen. So, wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Unser Stallmeister. Zeigst du mir deine Waren? So. Genau. Das ist Geri, den habe ich mir gekauft. Und das ist Harvard, den habe ich hier mit Zwielicht freigeschaltet. Ich würde jetzt aber erstmal Geri nehmen wollen. Felden. So ein schöner schwarzer Wolf. Der würde natürlich mehr zur Zwielichtlichtrüstung passen, ne? Aber ich nehme es mal. Mal hier so ein Wolf. Zu Evo Wolfsmal passt das doch. Und Zünen, wie machen wir dich jetzt mal so weiß? Oder. Oh, komm, sowieso. Hier, wir machen es aber richtig gruselig. So. Sonst noch etwas? Nein. Fürs Erste nicht, oder? Wie kann Können ich. Wir vielleicht etwas üben? Was aber kann ich denn üben? Was kann ich denn üben? Ist hier nur noch eins. Okay, Ausdauer. Ist ausgezeichnet, Eivor. Das ist wieder Ausdauer. Ja. Okay, nee. Zweimal hintereinander machen wir nicht. Wir sehen uns später. Tschüss. Du musst immer mal. Ja. Zwielicht. Ah, das sieht cool aus. Ja, dazu hätte dann halt der Lux noch besser gepasst. Flügelaxt. Drachenschild, Grabaxt. Ich nehme mal dich, damit ich ein Wolfsschild habe. Aber ich habe, glaube ich, doch Knochenbeißer. Wäre eine Wolfswaffe, aber... Ich nehme mal den Speer mit. Ich probiere mich jetzt mal mit einem Wolfsset. So. Ach so. Ich kann den Schild nicht ausrüsten, wenn ich eine Zweihandwaffe habe. Das ist ja irgendwie auch doof. Dann nehme ich die mit. Und hier packen wir den Wolfsschild rein. So. So, das liegt daran, weil ich habe mir das neue DLC Zeichen des Ragnaroks vorbestellt. Habe ich einen Wolfsbogen? Ja, den Hundenbogen habe ich. Das war ja mein allererster.
Der ist sogar schon voll verbessert. Ein bisschen hoch machen hier alles. So. Und natürlich Runen. Runen brauche ich. Runen. Kritischer Schaden, Schleichenfähigkeit, Feuerschaden, Elite-Schaden, leichter Schaden, kritischer Schaden. Ah. Okay, dann mache ich hier halt wieder den Kopfschussschaden ran. Kritischer Schaden, leichter Schaden. Nein, halt. Ich will, so. Ach, hier kommen, machen wir mal Schleichen. Hier kann ich mehrere ran machen. Alles mal so ein bisschen hochrüsten hier. Ich hab doch so viele. Okay, ich mache erstmal an jeder eine Rune ran. Wie, keine Runen verfügbar. Dann halt nicht. Fernkampfwiderstand. Feuerwiderstand. Fernkampfschaden. So ein bisschen hoch. Da meine Stärke ja trotzdem hoch ist und meine Waffen hier auf Maximum hoch, denke ich mal, das sollte alles reichen. Feuereffekt, cool. Eisschirm bei Leichenabschuss, Lavaausbruch bei Schwärmabschuss. Okay. Sieht schon geil aus, wie der jetzt rumrennt. Ist halt jetzt ein bisschen lauter alles, ne? Welt. Okidoki. Hier wollen wir hin. Also gehe ich mal hier hin. Na los. Geht doch. Schon eine geile Rüstung. Wir gucken mal. Ich kann mich ja immer noch wieder umziehen, ne? Zum Questziel, bitte. Bringt uns ein Licht. Freue mich dann schon, wenn ich wieder ein bisschen mehr Ausrüstung habe. Vorräte. Dann kann ich wieder mal an der Siedlung rumbasteln. Als nächstes nehme ich jetzt halt erstmal Valkas Haus ins Visier. Dann kriegen wir noch ein paar Quests dazu und ja, eine Seherin braucht doch das Haus. Den Mast legen! Kann ich hier wieder? Das ist eine Stadt. Warum kann ich denn hier nirgends anlegen, sage mal? Ist doch nicht mehr normal. Das Segel bleibt noch unten.
Oh weia, ich ahne Schlimmes. Die machen doch gleich wieder diese Schiffe hier platt. Oder auch nicht. Diesmal geht's. Leg den Mast. Ja, da. Norwich. Norwich, es müssen harte Zeiten sein. Ah, hier kann ich anlegen. Auf in den Hafen. Na, geht doch. Kurz nochmal aus der Aussichtspunkt da. Den hole ich mir jetzt erstes. Und vielleicht sind das wieder Spottstreite hier in der Stadt. Ah, das wird der Turm da hinten sein. Ja gut, Mann, ich bin jetzt halt ein bisschen lauter. Aber gut, damit kann ich leben. Hier ist ein Saufkopf. Schön über den Friedhof drüber. Und dann mal hoch. Hoppidi hopp. Schön weiter hoch. Hoch, 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 lieber Eivor. Und noch eins. Eins hoch. Ja. Einmal synchronisieren. Da oben ist Zynin mit ihrem neuen Aussehen. So. Wo ist jetzt was, wo ich reinspringen kann? Bin ich doof? Ist das da? Nee, da ist... Ah, da ist ein... Da ist ein Heuhaufen. Jetzt habe ich ernsthaft überlegt, wie das Ding heißt. Und Wettsaufen gibt's hier auch.